Rezept? Melixi, Bexi. Hey, ihr keinmal im Jahr zur professionellen Zahnreinigung gehenden Mundgullis und willkommen zu einem kleinen, aber feinen Video meinerseits. Die letzten Tage waren anstrengend, die nächsten Tage werden auch noch anstrengend und deswegen widmen wir uns heute einer Sache, die uns ganz entspannt dahin viben lässt. Denn es kam heute ein Paket bei mir an, auf das ich wirklich schon ein bisschen gewartet habe und ich dachte schon, oh mein Gott, gerade jetzt wegen auch der anstehenden Corona-Welle Nummer 2 wird das nichts mehr, beziehungsweise wird es noch sehr, sehr lange dauern. Aber nein, kurz bevor es jetzt losgeht, hat mich dieses Ding dann doch noch erreicht und ich dachte mir, geil, endlich kann ich euch zeigen, worauf ich schon seit Monaten Auge mache. Also, Achtung. Tot, tot, tot. Fuck. Und zwar die komplette Game Gear Micro-Reihe von Sega. Plus oder inklusive dem Vergrößerungsglas, weil diese Konsole nämlich eine Besonderheit hat. Sie ist so klein, dass eure imaginäre Freundin das Ding schon mit eurem Penis verwechseln würde. Oh ja, ich höre schon auf mit diesen schlechten Geschlechtsteilwitzen, denen ihr auf Twitter nur mit Hass-Tweets entgegendroppt. Zumindest ist die sogenannte Game Gear Micro-Konsole das neueste heiße Ding, das Sega nun gedroppt hat. Seit dem Untergang der Dreamcast ist der Name Sega sowieso für mich ein großes Mysterium. Umso schöner, dass die jetzt wieder mit einer neuen bzw. neuen alten Konsole um die Ecke kommen und sagen, hey, uns gibt's noch und wir geben unser Bestes nicht in Europa oder in westlichen Ländern, nein. Dieses Ding hier ballern wir erstmal exklusiv nur in Fernost raus. Also ist das hier praktisch ein China-Schrott, nur ohne Schrott oder vielleicht doch, wir werden es sehen. Ja. Denn es ist vor allen Dingen für diejenigen, die nie einen Game Gear früher hatten, das war dieser große, dicke Schinken mit Farbdisplay und 7 Millionen Batterien, die da reingehen mussten, die in einer halben Stunde leer waren. Wer das halt nicht hatte, der kann es jetzt vielleicht nochmal auf eine modernere Art und Weise nachempfinden, erleben oder auch nicht. 4 Konsolen bedeutet aber insgesamt 16 Spiele. 4 mal 4, weil auf jeder Konsole 4 Spiele drauf sind. Wahnsinn, wie einfach Mathe sein kann, oder? Wenn nicht irgendwelche beschissenen, weltfremden Kackbeispiele drin vorkommen. Fangen wir an mit diesem Ding hier. Was ist das? Game Gear Micro. Ist aber schon geil, wie 90s und farbenfroh doch die Verpackung geworden ist, obwohl sie im Jahre 2020 rausgekommen ist. Das ist toll. Ich kann nicht mal Okay Boomer sagen, weil da gehören wir nicht zu, auch wenn wir die Nostalgie dafür haben. Was würde man dann sagen? Okay Gen Y, Gen Z? Nee, was davon ist es? Fuck. Beautiful. Beautiful. Und, die Rückseite. Ein Artwork jagt das nächste. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was jetzt alles draufsteht, sieht's toll aus. Farbe macht jederzeit und überall Spaß. Spielzahnrad. 4 Meisterwerke an einem kleinen Wassertag. 4 Meisterwerk-Software in einem kleinen Körper. Okay. Göttin Reborn, Gaiden letzte, was? Wiedergeburt. Mein Gott, die Packung und die da drauf gedrückte Schrift und sowas ist so klein, dass selbst Übersetzungs-Apps Probleme haben, das Ganze zu fokussieren und zu übersetzen. Wobei die Packung so klein ist, habe ich auch einen super kleinen Cutter dabei. Mm. Machen wir mal ganz vorsichtig auf, ja. Beautiful. Wenn beim Auspacken nicht so eine Plastikscheiße, sondern so eine komische Eierkarton-ähnliche Pappschale kommt, dann weiß man, hier handelt es sich nicht grundsätzlich um Pupu. Da war noch was drin. Okay. Was würde hier die App sagen? Notenhandbuch. Bitte lassen Sie den Bildschirm so weit wie möglich los. Oh, süß. Das ist natürlich so eine Anleitung, die würde man bei uns eigentlich nie in der Form finden. Für uns würde das nochmal alles neu gemacht werden. Sehr viel trauriger, langweiliger, trister. Auch die erschöpfte Batterie ist ein Buch. Und nicht hart drücken. Bitte. Naja, noch so Kleinigkeiten, was man für Menüoptionen, Dingbomben, Tastenkombinationen machen kann, damit man an bestimmte Orte hingelangt, wie zum Beispiel hier Speichern, Laden, Helligkeit. Aber das sehen wir ja gleich. Papp-Inlay, aber dann alles in Plastikfolie. What the fuck? Schon beim Auspacken schmutzig. Classic Fernost Stuff. So beim ersten Mal anfassen, es fühlt sich richtig scheiße an, muss ich zugeben. Weil unsere Hände hier ein bisschen größer sind, außer bei Trump. Weil diese Knöpfe ja überhaupt keinen Druckpunkt haben. Heilige Scheiße. Also hier spürt man gar nichts. Hier eher, wenn man ganz fest dran glaubt. Dazu im Vergleich ein iPhone 12. Jesus Christ. Auf der Oberseite der Regler für Lautstärke, Kopfhörer, Micro-USB-Versorgung und der An-Ausschalter. Die Batterieklappe. Und wenn man die dann eingelegt hat, wirkt das Ganze zumindest ein Tick hochwertiger. Aber im Vergleich zu einem Game Boy Micro zum Beispiel ist das hier eigentlich ganz schön Plastik-Shit. Ach, lass es doch mal probieren. Oh. Wow, ist das klein. Jesus Christ. Wie? Ist ja winzig klein. So mit dem bloßen Auge, ich bin jetzt knapp so 30 Zentimeter mit dem Kopf von dem Bildschirm entfernt und ich muss meine Augen zusammenkneifen, obwohl ich schon eine fucking Brille aufhabe, um irgendwie ein bisschen was sehen zu können. Aber im Vergleich zu einem Game Gear, zu einem ursprünglichen Game Gear, ist hier der Bildschirm schon mal ziemlich geil. Oh, durch, wow, nice. Es fühlt sich richtig scheiße an. Haben wir sowas wie Credits. Und wenn man ein bisschen weiter scrollt, dann gibt es von den entsprechenden Games auch die
Easy-Variante. Boah, nee, mein Gott, das halte ich nicht aus. Aber dafür gibt es ja dieses Ding hier. Big Window Micro. Das ist ein Vergrößerungsglas, was tatsächlich früher gerade bei Konsolen eigentlich bei mobilen Konsolen gang und gäbe war, auch beim Game Boy. Und das ist jetzt hier für dieses wirklich kleine Bild wahrscheinlich unsere Rettung. Es klappert so schön. Oh. Big Window Micro. Okay. Gott, ich habe nur den einen. Ich darf den nicht kaputt machen. Sega. Ist das deren fucking Ernst? Oh, ist das ein billiger Plastikschrott. Und das Ganze am besten noch fixieren mit so einem Kopfhörerstecker. The Mecca of all mobile consoles. The Game Gear Micro mit Big Window. Also so viel mehr kann ich jetzt tatsächlich auch nicht sehen. Lass einfach mal reingehen. Start. Press Start Button. Do you know who you... Mein Gott, dieser Bildschirm macht mich wahnsinnig. Okay, besser. Also ich persönlich habe ja keine so große Ahnung von der Sega-Vergangenheit, weil ich ja nie der Sega-Typ war. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass so manch ein Game, unter anderem auch das hier, so die Krönung von was auch immer, irgendwelchen Rollspielen-Genres war. Oder vielleicht war es auch ganz billiger Mist. Aber zumindest sowas auf einem so winzigen Bildschirm zu spielen, ist unglaublich frustrierend. Und vor allen Dingen auch das mit Steuerknöpfen, die sich anfühlen wie zwei Jahre altes Gummi unter einem Tisch. Wobei, nein, da wären sie ja steinhart. Also wie gerade frisch gekautes und ausgerotztes Kaugummi unter dem Tisch. Na, zumindest kann man jetzt hier überall mit Start halten in das Systemmenü reingehen und zum Beispiel seinen Fortschritt speichern. So. Oder auch laden. Man kann aber auch die Helligkeit verringern. Oder von hier aus direkt wieder zurück ins Auswahlmenü. Ach, dann lass uns doch einmal fix durch alles durchskippen, bis wir bei Sonic angelangt ist, was wirklich jeder Hans und Franz kennt, oder? Last Bible 2. Holy shit, und gleich kommt... I'm a Scatman. Wow, ist das nicht geil. Man hat schon einen so winzigen Bildschirm und dann muss das Spiel das Ganze noch kleiner machen. Ah, das ist ein Spielerlebnis, bei dem man wirklich Kopfschmerzen bekommt. Okay, was haben wir noch? Wieso sind die Symbole auf einmal jetzt? Warum ist es jetzt auf einmal der Rücken? The GG. Hm? Oh ja, ich nehme Highway. Man kann es auch von mehreren als nur einem Winkel betrachten. Und man muss natürlich auch die Spiele mögen und verstehen. Was haben wir noch? Columns. Columns? Ein anderes Tetris oder Dr. Mario. Oh, wow. Jetzt schon kein Bock mehr. Okay. Weiter geht's mit der hier. Statt rot ist die Konsole nun gelb. Und der Leading Title, der AAA-Title ist hier Shining Force. Also Shining Force, Shining Force 2, Shining Force 3 und Gulasch-Rezept? Geheimnis. Okay. Gleiche. Witzig, dass hier die Kontrastfarbe nicht schwarz ist wie bei Rot, sondern grün. Tja, dann. Press Start True. Ich weiß nicht, ob man das über die Kamera auch so sehen kann, wie ich hier mit meinen Augen in Real Life. Aber der Bildschirm ist so ein bisschen nach da gekippt innen drin. Ach, diese Art von Spiel ist halt etwas, was mich null reizt, ne? Teil 2. Wer hätte das gedacht? Same, same. Ach, Teil 3. Ist die Grafik sogar schlechter geworden? Hatten die dann irgendwann im Jahre 1995 auch keinen Bock mehr? Ah ja. Surprise. Die Überraschung. Jetzt bin ich aber hyped. Ach, schon wieder. Wobei, so vom Look und Feel so ein bisschen Terraria. Okay, nächste Konsole. Das wäre dann in diesem Falle die blaue. Sonic and Tails ist hier der AAA-Titel. Und auf der Rückseite sehen wir aber auch, neben Sonic and Tails gibt es noch... Oh, das ist mal different. Blier. Ach, wenn dann alles nicht so klein wäre. Das sieht so ein bisschen aus wie Zelda und Link Rip-Off. Und Emojis, Memojis. Donkey Kong-Verschnitt. Kubaku, Soldat, Soldat, Tier. Wow. Das ist Babyspielzeug blau. In Sonic and Tails. Finally. Finally das Sega-Logo gesungen im Chor. Mm. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es so... Das ruckelt ja. Wieso? Das hat... Warte mal, liegt das an Sonic and Tails, dass es irgendwie so Anlaufschwierigkeiten hat? Das ist keine Blast Processing Technology, wie es früher versprochen wurde. Das ist ruckelnder Scheißdreck. Also das Spielerlebnis bei schnellen Games, besonders in dem Falle für einen prominenten Titel wie Sonic, ist gerade echt scheiße. Okay, Gunstar Heroes. Vielleicht hat es einen Grund, warum hier so viele lahme, langsam laufende Rollenspiele drauf sind. Wow. Man muss aber schon dazu sagen, gerade solche Spiele mit so einem ekligen, wabbligen D-Pad spielen zu müssen, ist scheiße, weil man hat kaum Kontrolle darüber, was man tut. Vielleicht kann Sylvan Tail was rausreißen? Nein, ich bezweifle es. Dann bleibt uns nur noch eine Sache, und zwar das hier. Noch ein schlechter Tetris-Rip-Off. Dr. Mario Rip-Off, you know. Oh Gott, ne. Okay, nächste. Und damit auch zum letzten Klassiker der Game Gear, beziehungsweise Game Gear Micro in Schwarz mit dem Headliner Sonic. Naja, mit drin ist also Sonic. Was? Outrun und... Was? Buju Buju Dori, königlicher Stein. Tür beim Öffnen. Warte, was? Ohrstein? Mundohrstein?
Ach, lassen wir uns einfach überraschen, oder? Das erinnert einen wirklich an das Original. Fühlt sich aber trotzdem genauso scheiße an wie die anderen kleinen Game Gear Micros. Und immer die gleiche fucking Menümusik. Starten wir mit Dingbum. Royal Stone. Oh Gott. Ah, nice. Wenn ich sowas sehe, dann habe ich schon wieder keinen Bock. Was haben wir noch so? Catchy. Die Backware sieht besser aus. Die hatten wirklich ein Fable. Die übertreiben es wirklich mit so einem komischen Rollenspiel und Treteres Rip-Off Scheißdreck. Ach, dann haben wir noch Outrun. Also im Gegensatz zu Sonic und Tails ist das Geschwindigkeitsgefühl hier deutlich besser. Wobei es ist auch weniger auf dem Bildschirm los. Puh, okay. Last but not least. Die Batterien gehen ja doch. Wie schnell werden die denn leer gesaugt? WTF? Das Original. Sonic the Hedgehog. Okay. Bis hierhin gut. Was? Habt ihr das gerade? Also zwischendurch kommt ein kurzes Geschwindigkeitsgefühl auf, bis es dann wieder durch diese Frame-Drops und wieder gebremst wird, der Spielspaß. Das ist echt schade, für so eine ikonische Konsole dann sowas drauf zu haben im Jahre 2020. Oh, da bin ich aber sehr befreit gerade von Bock. That's sad. Ich nehme die für mich hässlichste Konsole, Babyblau, und schraub mal eine auf. Mal gucken, was wir da drin so finden. Oh. Mein Gott, was für ein filigranes Käbelchen. Das Display ist nur gesteckt. Ah, okay. Seht nur, all das passt auf so wenig. Das, was hier an Hirnschmalz und Verarbeitungskunst reingegangen ist, ist dann doch schon deutlich hochwertiger als das, was man an anderen fernöstlichen China-Schrott bzw. China-Schrott-Konsolen so findet. Tja, auch mal interessanter Einblick. Also ich muss schon sagen, ich bin irgendwie enttäuscht. Das ist klein und unkomfortabel, man muss fast schon schielen, damit man auf diesen super kleinen Punkt konzentriert gucken kann. Ich meine, diese Konsole mit einem 1,15 Zoll Display für 40 Euro das Stück aus einem Land, das eigentlich dafür bekannt ist, riesige Displays zu haben, weil die ja mit ihren Schriftzeichen irgendwie immer größere Telefone brauchen, gibt es nun soweit etwas super unverhältnismäßig Kleines, das einfach nur absurd ist. Achso, und by the way, für das ganze Bundle 200 Euro inklusive der Bildschirmlupe. Außer zu sagen, wir haben was Absurdes gemacht, fällt mir nichts ein, warum es diese Konsole gibt. Oder warum man diese Konsole haben sollte. Dann holt euch lieber die entsprechenden Spiele, die da drauf sind, auf einen geilen Emulator und habt dann deutlich mehr Spaß als bei so einem Mini-Ding hier. Na, Lexi. Nam, 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 nam.